Das Herzstück beim Bau eines GfK-Bootes ist die Form. Auf einen soliden Glasfaserboden wird eine schwimmende Kunststoffplatte gelegt, die für den nötigen Auftrieb sorgt. Außerdem werden die Staufächer eingesetzt. Dann geht's los. Solange die Platte noch trocken ist, wird eine Glasfasermatte eingepasst, die zur späteren Verwendung zur Seite gelegt wird. Denn zuerst kommt eine Schicht Glasfaserverbund. Dazu wird zunächst Kunstharz aufgesprüht, dann folgt die gehäckselte Glasfaser. Damit das Boot später überall die gleiche Stärke hat, muss das Material sehr gleichmäßig aufgetragen werden. Mit Rollen wird die Faser festgedrückt. Dieses Wechselspiel von Häckseln und Harz wird so lange wiederholt, bis die Matte eingelegt wird. Auch sie wird angepresst und mit dem Harz besprüht. Dann folgen wieder einige Schichten Glasfaserverbund. Zum Schluss werden die Staufächer freigelegt und das Boot erhält sein Finish. Die Farbe muss äußerst sorgfältig aufgetragen werden, denn schließlich soll das Boot ja auch schön aussehen. Nachdem die letzten Kleinigkeiten erledigt sind und auch die letzte Schraube fest sitzt, ist das Boot fertig und kann ausgeliefert werden. Na, dann allzeit gute Fahrt!